20.000 Mann. 20.000? Man hätte es sich denken können. Nach dem Fall von Danzig haben sich ja die Truppen alle frei. 20.000 Mann, das sind also mindestens 200 Geschütze. Mehr, Herr Major. Mehr als 200. Es ist die gesamte Belagerungsartillerie von Danzig dabei. Donnerdorja. Manchmal fragt man sich, ob man überhaupt noch ein Recht hat, die Stadt zu halten. Militärisch gesehen haben wir doch gar keine Chancen mehr. Wir sind also jetzt zusammen 30.000 bis 35.000 Mann und 500 Geschütze gegen 2.000 Mann und 5.000 Bürger. Frauen und Kinder mit eingerechnet. Die Zahl unserer Geschütze, die wollen wir ganz vergessen. Was einen überhaupt noch am Leben hielt, lieber Selnitz, in dieser trostlosen Zeit. In dieser allgemeinen Nacht über Deutschland. Was war das noch ein Stern glimmte? Kolberg. Den Stern verlöschen. Holen Sie mir mal Nettelbäcker rein. Toujours pas de drapeau blanc, général Vitry. Toujours pas de parlementaire de Blaisenau. Toujours pas, général Loiseau. C'est impossible. Impossible d'attendre plus longtemps. D'ailleurs, vous le savez, qu'ils hésitent. Oui. Depuis hier, on négocie à Tilsit. On lui a donné l'ordre de cesser le feu. Nous agissons maintenant contre l'ordre de l'horreur. Je sais, monsieur Vitry. Je le sais. Général commandant l'artillerie, transmettez l'ordre d'allonger le tir. 35.000 Mann, Nettelbeck. Und mindestens 500 Geschütze. Alle auf diese Stadt gerichtet. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Dagegen ist alles, was wir bisher erlebt haben, ein Kinderspiel. Herr Kommandant, sagen Sie mir offen, wo wollen Sie hin? Es ist aus, Nettelbeck. Es hat keinen Sinn mehr. Wir können die Stadt nicht halten. Und? Übergabe. Nettelbeck. Ach, wir in Magdeburg. Erfurt, Gestrin, Spandau. Alles ist umsonst gewesen. Das Ende. Schande? Ist doch keine Schande. Die Soldaten ihre letzte Kugel verschossen haben. Auch Blücher hat kapitulieren müssen. Ja, aber wir haben ja unsere letzte Kugel noch gar nicht verschossen, Herr Kommandant. Und dann Blücher. Der hat ja nicht die Stadt aufgeben müssen, in der er geboren wurde. Sie sind nicht in Kolberg geboren, Gneisenau. Sie sind nach Kolberg kommandiert. Aber wir... Wir sind hier groß geworden. Wir kennen hier jeden Stein, jede Ecke, jedes Haus. Och, wir lassen doch nicht los. Und wenn wir uns mit unseren Nägeln in unseren Boden einkrallen an unsere Stadt, wir lassen nicht los. Da muss man uns die Hände einzeln abpacken oder uns erschlagen, einen nach dem anderen. Nein, können wir alten Mann doch die Schande nicht antun und unsere Stadt dem Napoleon preisgeben. Ich hab's ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren. Gneisenau. Gneisenau. Ich hab noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich's. Darf es nicht aufgegeben werden? Nein, verdammt. So wollte ich es von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben. Erfolgt die Attacke und traversiert die Region inondée. Il ne s'arrête pas, que lorsqu'elle aura pénétré dans le centre de la ville. Thank you.
chiens se battent comme des lions. Nos pertes sont énormes. Je ne sais jusqu'à quel point nous pourrons supporter la responsabilité. Le chiffre de nos pertes dépasse aujourd'hui celui de la population de Colbert. Vous ignorez que l'empereur a promis le titre de duc de Colbert au conquérant de cette ville fortifiée. Votre titre de duc coûte une armée à l'empereur. Il faut que vous fassiez cesser le feu. Assez, monsieur de Vitry. Nous avons chassé les armées de l'Europe devant nous comme des lapins. Et aujourd'hui, nous devrions capituler devant une poignée de paysans camochards de première année. Majesté l'empereur connaît mieux que vous les limites de notre puissance. Lieutenant Bergère, si vous refusez en qualité de général en chef, c'est moi, en ma qualité de général commandant l'artillerie, qui vous donnerai le commandement de cesser le feu. Et j'emporterai toute la responsabilité sur ma tête s'il le faut. Faites cesser le feu immédiatement! Hast du Maria nicht gesehen? Nee, sie wird auf dem Marktplatz sein. Sicher ist sie auf dem Marktplatz. Ja, gut. Wo geht ihr denn hin? Meisen auf ab. Ja. Du hast alles hergegeben, Maria, was du hattest. Aber es war nicht umsonst. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. So ist das nun mal. Und das Größte wird immer nur in Schmerzen geboren.
Wenn einer die Schmerzen für uns alle auf sich nimmt, dann ist er groß. Du bist groß, Maria. Bist ja auch auf deinem Platz geblieben. Hast deine Pflicht getan und dich nicht gefürchtet vorm Sterben. Du hast auch mitgesiegt, Maria. Du auch. Das ist das Ruhmesblatt in der Geschichte des preußischen Bürgers. Sie wussten es, wo die Gefahr liegt, da ist auch der Ausweg und der Sieg. Und wenn heute, im Jahr 1813, 6 Jahre später, wieder der Bürger aufsteht, das Volk aufsteht, Majestät, dann ist es beseelt von jener geheimnisvollen Kraft und dem Beispiel, das ihm die Kolberger einmal gaben. Sie trachten danach, den Bürgern von Kolberg zu gleichen. Sie wollen die Fesseln endgültig abschütteln. Das Volk steht auf zur kommenden Völkerschlacht, Majestät. Der Sturm bricht los! Recht. Gneisenau. An mein Volk. 1813. Im Jahre der Freiheit. Aus Asche und Trümmer wird sich wie ein Phönix ein neues Volk erheben. Ein neues Reich.